Liebe Leute, jetzt kommt endlich mal wieder ein weiteres Spiel vom Turnier und es ist jetzt wahrscheinlich, ich glaube es ist das vorletzte Spiel, wir haben den Titel schon sicher, aber jetzt drehen wir noch unsere Ehrenrunde und mit zwei weiteren Siegen in den letzten zwei Spielen können wir noch die magische 100-Punkte-Marke knacken. Also es gibt noch was zu holen. Wir spielen heute gegen Portvale FC. Das ist ein, ja, ist jetzt keins der super Top-Teams, aber nichtsdestotrotz habe ich mit denen manchmal auch so meine Probleme. Und habe gerade keinen Abnehmer, oder doch? Oh, schade. Dann geht er wieder gut los. Ja, die machen einen Stellungsfehler, aber leider hat Eriks nicht getroffen. Aber egal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen das Ding irgendwie gewinnen. Auf Biegen und Brechen. Ich will diese 100 Punkte. Für euch, für mich. Für Santi. Ah, sehr gut. Schön abgefahren. So, die Natale schaltet schneller, aber es nützt leider nichts. Leider hat Neil aufgepasst diesmal. Aber irgendwann überwältigen wir die schon noch. Sehr gut. Oh Mann, das läuft doch richtig gut. So. Oh nein, 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 nein. Ah, zu weit abgesprungen. Verdammt. Ach, geht ja gut los hier. Eigentlich ja, also defensiv geht es gut los, aber... Ups. Hat er gefallen? Handspiel? Ich liebe es, es läuft halt richtig gut. Nur noch ein Tor muss ich schießen. Oh, das war ja nix. Boah. Eigentlich habe ich Flanken gedrückt, aber es liegt halt leider auf der Grätschentaste. Darf ich jetzt schweigen? Ich habe darauf spekuliert, dass er den noch bekommt und den jetzt flankt. Na gut. Glück, dass ich kein Rot bekommen habe. Ohne den Hulk will ich jetzt auch nicht mehr spielen. Jetzt, wo ich ihn das ganze Turnier hatte. Ich kann nur auf einen verzichten und das ist Stefan Kießling. Oh. Mann. Jawohl. So, jetzt. Machen wir einfach direkt das Ding. Ja, geht doch. So kann es auch laufen. Irgendwann musste er. Also ich meine, die haben ja die Lücken aufgemacht die ganze Zeit. Also hatten wir berechtigte Hoffnung. Also, wir sind auf Siegkurs. So, allerdings verhindern, dass sie gleich wieder ausgleichen. Zack. Na, den holt er sich doch. Oh, schade. Schade, schade. Ich dachte, wir holen jetzt das 2-0 noch raus, aber da war der Pass nicht gut genug. Jetzt werden sie aber in der Offensive ein bisschen sicherer. Da habe ich mich jetzt verschätzt. Na. Versuchen wir es mal. Ja, gut. Und direkt weiter. Sehr schön. Oh, was? Das war der Falsche. Da sollte eigentlich nicht hin. Ich würde eigentlich in der Mitte vorlegen. Aber außerhalb des Strafraums und nicht so ein Quatsch. Ach, Mann. So gehen die schönen Chancen dahin. Ich muss sagen, mein Stick ist auch recht schwammig. Weil der Controller schon ziemlich abgenutzt ist. Oh, fuck. Nein. Oh, diese Ballkontrolle manchmal. So, jetzt aber. Geht doch. Und jetzt macht ihn. Oh mein Gott. Mit dem schwachen Fuß. Was für ein Schrotttor. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich dachte, der geht einfach daneben und der Keeper kommt halt nicht ran, weil er daneben geht. Aber dass diese Gurke reingeht, das tut mir wirklich leid für das Team. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich muss noch mehr schießen, weil... Ich kann das immer noch nicht fassen, dass dieser Ball tatsächlich drin war. Oh, los, Martin! Ach, verdammt. Da ist er so einen komischen Bogen gelaufen. Da war es dann klar, dass er nicht mehr rankommt. Also ich muss sagen, es ist ein sehr merkwürdiges Spiel vom ganzen Verlauf her. Schade. Ich dachte, ich kann wieder irgendeinen Ball irgendwie reinmachen, wie vorher auch schon. So, nee. Oh, das war ja ein Mist. Habe ich jetzt gefoult? Ach, Halbzeit. Gut, also... ja, es war eine gute erste Hälfte mit einem... Ja, das Tor hier war ja mäßig. Und das andere Tor, das war ja eher ein Betriebsunfall. Ich kann es aber noch nicht glauben, dass das Ding reingegangen ist. Aber ist schön, so kurz vor Abschluss des Turniers nochmal so ein wirklich lustiges Tor zu haben. Versuchen wir es nochmal, der Keeper fehlt, patzt er nochmal. Na, schade. Wie kriegen wir noch einen rein, so? Wer weiß das schon? Rango ist ja hier unser Fernschützen- und Freistoßmeister. Also noch ein. Vielleicht lässt er sich auch noch tunneln aus 30 Metern, wer weiß. Naja, spielen wir lieber wie ein bisschen ordentlich, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Meine Güte, ich dachte schon, der ist jetzt hinter meiner Abwehr. Ja, okay, jetzt verstehe ich diesen Vorsprung. Ups. Da habe ich jetzt nicht wirklich aufgepasst. Macht aber nichts, weil die auch nicht viel können. So. Ah, schön. Und jetzt direkt. Oh. Schade. Ich hätte auch lieber gehabt, dass er den ganz gleich Volley genommen hätte, aber leider war der Ball ein Tick zu weit. Ja, 7 Paraden hat der Keeper schon. Glaubt man gar nicht. Ich habe gar nichts von 7 Paraden mitbekommen. Haben die irgendwie die Tore mitgezählt? Oh, los, los, mach's hin. Oh. Schade. Sehr unglaublich. Und jetzt! Okay. Der Winkel war nicht der günstigste. Ja, schön. Jetzt in den Lauf. Nochmal in den Lauf. Mach den! Oh Gott. Oh mein Gott. So viele Schrotttore heute. Was für ein Chaos. Ich dachte schon wieder, der hat ihn schon längst. Also ich weiß auch nicht, der Keeper, der muss halt irgendwie nicht sehr fit sein. Oh Mann. Oh Mann. Das tut mir leid für den Macher dieses Teams, der sich dieses Spiel wahrscheinlich irgendwann aus Versehen angucken wird. Zwar, ich habe nichts eingestellt, bis auf den Schwierigkeitsgrad. Ich habe die Keeper-Intelligenz nicht runtergestellt, künstlich. Ach, schade. So, bei dem Keeper kann man es ja versuchen. Vielleicht schaffen wir noch ein Ecktor, wer weiß. Na? Ach, schade. Den kann er sicher fangen. Und müsste er auch von seinem Kopf ins eigene Tor gehen können. Ach Mist. Oh, da fehlt mir echt nur ein Millimeter jetzt. Na los, den holst du dir, Rango. Jawohl. Gucken wir mal, ob jemand da vorne ist. Ja, wunderbar. Und jetzt. Oh,
Auch der wäre fast noch reingegangen. Dass sie den jetzt nicht wiederholt haben, ärgert mich. Mann, das wäre jetzt schön gewesen, wenn der Keeper so halb überhaupt nicht reagiert hätte und dann so ein Ding richtig rein. Schade, schade. Aber wir geben nicht auf. Beziehungsweise, der Soll ist ja erfüllt. Wir wollten ja nur gewinnen. Dass dabei dann noch lustige Chaos-Tore entstanden sind, ist umso besser. Und jetzt! Oh. Leider kommt er ständig auf die Idee, mit rechts zu schießen. Mich hätte interessiert, was für eine Distanz dieses Orango-Tor war. Das waren bestimmt 40 Meter. Ich habe anscheinend gefoult zwischendurch. Das war mir jetzt aber gar nicht bewusst. So, durchkombiniert, schön. Und jetzt Touré! Hat er den wirklich daneben gemacht? Mal abgesehen davon, dass es abseits war, aber... Oh mein Gott, wie konnte er denn das machen? Da bin ich ja froh, dass es abseits war. So ein Fail hätte ich mir wirklich nicht anschauen können. Oh Mann. Also wir sehen schon, aus 40 Metern geht das Ding irgendwie rein. Aber so einen epischen Nachschuss, den kann er da nicht bringen. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht... Oh ne, der war leider überhaupt nicht gut. Es geht ihm wahrscheinlich langsam die Kraft aus. Aber er muss ja nur ein Spiel durchhalten, denn das ist ja gelaufen, das Turnier. Soweit ich weiß. Na? Ja, komm schon. Oh, den holen wir uns jetzt hier. Sag mal! Na? Der Typ lässt sich nicht vorbeitrennen hier. Ist ja unglaublich. Oh. Jetzt wird er hier zum neuen Messi oder was? So, Spiel vorbei. Wir gewinnen mit interessanten Toren, nennen wir es mal. Und sehen uns gleich wieder im großen Finale. Ach, was für ein Tor. Ich bin immer noch fassungslos. Und ja. So, jetzt gucken wir uns noch die letzten Highlights an. Und dann heißt es bis gleich. Bis gleich.